Was würden Sie denn davon halten, wenn die Wehrpflicht wieder eingeführt werden würde? Ich finde es gut, absolut toll. Warum? Weil ich denke, dass man für die Allgemeinheit was machen muss. Und da ist sowohl Frau als Mann gefragt. Ich würde meiner Tochter sofort sagen, tu das. Das ist sehr gut, finde ich. Also wir in Österreich haben das ja auch. Und da finde ich es sehr gut, ja. Ich denke, es ist eine bessere Lösung, dass man so bleibt, wie es ist. Aber für das soziale Jahr, als Pflichtjahr, würde ich mich sehr entscheiden. Ja. Das würde ich unbedingt befürworten. Ein soziales Jahr oder irgendwo für Männer und Frauen oder Jungs und Mädels, das würde ich begrüßen. Wenn alle jungen Leute, die man hier auf der Königstraße rumlaufen sieht, hätten obligatorisch Wehrpflicht machen müssen, es wären andere Menschen. Die würden auch anders reagieren. Ja, da halte ich eigentlich nichts davon, weil ich den Freiwilligendienst auch viel besser finde. Ich finde es ehrlich gesagt unnötig, beziehungsweise was heißt unnötig? Man sollte schon einen Staatsdienst leisten auf seine Art und Weise, aber jetzt nicht unbedingt einen Wehrdienst. Eventuell als optionale Pflegedienst oder andere Sachen, die man machen könnte, um sich einzubringen.